sagen. Yes.
Yeah. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Bevor wir anfangen, gibt es eine wirklich ganz, ganz wichtige Durchsage. Ich möchte Sie herzlich bitten, diese auch zu befolgen. Wir streamen das heutige Konzert, das heißt, wir übertragen das ins Internet. Und das ist für die Menschen, die eben aus den ganzen pandemiebedingten, wie auch immer, Sie wissen, was ich meine, Gründen jetzt nicht in Weimar sein können. Und damit das gut klappt, müssten Sie bitte, bitte, bitte alle Ihre Handys ausschalten, weil wir sonst jetzt hier 150 Leute mit ihren Handys an einem Sendemast zusammen mit unserem Stream haben und das wird nicht gehen. Können Sie für die Viertel, Sie können es dann in der Pause wieder anmachen und schauen, ob Ihnen jemand geschrieben hat, aber wenn wir jetzt alle gemeinsam das Handy rausnehmen und es wirklich ausmachen, dass es nicht mehr sendet, damit würden Sie uns einen großen Gefallen tun und den Menschen auf der ganzen Welt, die dieses Konzert sehen wollen, einen noch viel größeren. Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie das tun. Dankeschön. Außerdem will ich Sie noch auf die nächsten beiden Konzerte hinweisen. Morgen spielt hier das Caravan Orchestra, unser Projekt seit 2017 mit der Universität Haifa. Ein Orchester, was sich mit jiddischer und arabischer, nahöstlicher Musik beschäftigt, unter der Leitung von Ilya Schneeweis, Jiris Balan, Murkus Balan und, jetzt bin ich gerade verloren, Paulina Shepherd. Also ein Chor und ein Orchester und das wird, denke ich, morgen ziemlich sensationell. Die spielen heute Abend in Eisenach. Auch dort ist das Wetter so, dass sie spielen können. Das heißt, die sind morgen dann schon ganz warm gespielt. Und am Samstag spielen hier die Klasmatics. Das ist eine wunderbare Sache, dass uns das gelungen ist. Yeah, yeah, yeah. Und da sitzt auch einer von denen im Publikum. Ich sage Ihnen nicht, wer das ist. Er guckt auch ganz geheimnisvoll, inkognito. Und das ist eine, kennen Sie vielleicht alle. Also ich sage mal, wer sich mit jiddischer Musik beschäftigt, der kommt an den Klasmatics nicht vorbei. Und wenn Sie die Chance haben, die zu sehen, dann sollten Sie das auf jeden Fall tun. Die haben gestern schon in Erfurt gespielt. Das war ein wunderbarer Abend. Außerdem noch den Hinweis, aber das wissen Sie alle, dass es in der Pause, von der es eine gibt, dann auch die Möglichkeit gibt, dann etwas zu trinken zu holen, sich zu unterhalten, alles Dinge, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Und jetzt würde ich übergeben an Alan Byrne, den künstlerischen Leiter des Yiddish Summer Weimar. Hello, good evening. I'm going to speak English for the sake of our people who are watching this concert throughout the world, streamed. But I'm very happy that you're here. Welcome. I'm not going to say very much now because the band will speak for itself and explain what they're doing to you. The band members are friends of mine for many years. I love the music that they play. And I'm very, very happy and proud that they're here with us this week. And I just would like to say that some of you are probably aware that on Saturday there is going to be a neo-Nazi demonstration in the city of Weimar. And we will not allow ourselves to be intimidated by this. And the fact that we play our concerts and that we give our workshops is a sign of how we resist this movement. We stand for inclusion. We stand for diversity, we stand for an open society, and we reject all forms of violence and discrimination. Enjoy the evening concert. Thank you.
Vielen Dank. Danke. Guten Abend, meine liebe Damen und Herren, und auch von uns, Halva, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich versuche mein bestes Deutsch hier zu zeigen. Jedenfalls, also ich möchte gerne, bevor wir weiterspielen, ein bisschen über unser Projekt hier erzählen. Es ist nämlich so, also alles hat für, ich denke, einige auf dieser Bühne hier mehr oder weniger hier in Weimar angefangen beim Yiddish Summer, wo wir über Klezmermusik und jiddische Musik und so weiter gelernt haben. Das hat für mich persönlich vor 15 Jahren sogar angefangen. Und vor ein paar Jahren habe ich folgende Idee gehabt, und zwar: Die Juden in Europa, die haben ja in einem riesigen geografischen Gebiet gewohnt, was ging von westlich Deutschland bis östlich im Osten der Ukraine und nördlich vom Baltischen Meer bis südlich in die Türkei rein, sozusagen, und haben deswegen mit vielen anderen Ethnien zusammengelebt, und zwar in Ungarn, in Polen, in den baltischen Staaten, in Bulgarien, auch teilweise Griechenland, Moldawien, Rumänien und so weiter und so weiter. Und die Musik hat sich über viele Jahrhunderte entwickelt, und das heißt natürlich, dass je nachdem, wo man guckt und wann man guckt oder eher hört, die Klezmermusik relativ anders geklungen hat als irgendwo anders an einem anderen Moment. Und da habe ich mir dann gedacht, na, wenn ich wirklich so viel wie möglich lernen möchte über diese Musik und über diese Menschen, dann lohnt es sich wahrscheinlich schon, dass ich mich mal mit einigen von diesen, lass uns sagen, umliegenden Kulturen auseinandersetze. Und da habe ich dann angefangen, griechische Musik und rumänische Musik und bulgarische Musik und so weiter zu transkribieren und sie spielen zu lernen. Und dann habe ich, was ich daraus gelernt habe, irgendwie benutzt, um neue Musik zu schreiben. Und das ist die Musik, die diese Band Halva hier heute Abend spielt für sie. Es war eigentlich gemeint, dass wir hier letztes Jahr schon spielen, bevor wir unsere zweite CD aufnehmen. Das hat natürlich mit bekannten Ursachen nicht stattgefunden. Ein Jahr später aber haben wir diese CD aufgenommen, und es ist jetzt das dritte Mal, dass wir dieses neue Programm für ein Publikum spielen, und wir freuen uns deswegen natürlich sehr. Das erste Stück, was wir gespielt haben, war inspiriert von ein Freilach, und es geht weiter mit einem ein Bulgar, der irgendwie auch auf ukrainische Musik, durch ukrainische Musik inspiriert ist.
Vielen Dank. Das war Breakfast in Kiel. Ich bin schon jahrelang sehr interessiert von griechischer Musik und ich kann jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass ich da spezialisiert bin oder so, aber es klingt für mich einfach total faszinierend. Und unter anderem auch, weil sehr viele von diese griechischen Melodien könnten eigentlich, wenn anders gespielt, auch Klezmer-Melodien sein. Und tatsächlich haben auch zum Beispiel Dave Taras viele griechische Melodien aufgenommen, die einfach dann von Juden gehört und getanzt und so weiter wurden. Und das ist natürlich auch so, weil viele musikalische Formen und Strukturen in griechischer Musik auch parallel sind oder Spiegelbild sind. Und ein Beispiel davon ist Terkisch in jiddischer Musik und Sirto in griechischer Musik. Und deswegen habe ich ein Sirto geschrieben, die heißt Sabah Sirto.
Vielen Dank. Ein Sirba war das, auch ein original griechischer Tanz. Und es geht weiter mit einem Stück, was ich geschrieben habe, nachdem ich ein paar Wochen lang arabische Musik gehört habe. Vielleicht fällt es auf. Es heißt Coffee in Beirut. Es geht jetzt weiter mit einem Stück, was ich original eigentlich für Caval, eine rumänische Flöte, geschrieben habe. Und es wurde auch auf CD aufgenommen mit Caval, aber da jetzt heute keine da ist, spiele ich mal Caval. Thank you.
Vielen Dank nochmal mit Anlage. Wir kommen schon beim letzten Stück von unserer ersten Konzerthälfte. Wir bleiben dafür in Rumänien. Wir spielen nämlich eine Jamparel, ist eine rumänische Tanzform, und die wird eingeleitet von einem wunderbaren Duo mit Robert Kickens an Perkussion und Eline Düring auf Cello. Vielen Dank. Wir nehmen dann eine Pause von, weiß nicht, 15, 20 Minuten und dann geht's weiter. Thank you.
Ira Shiran am Akkordeon.
Rebonjour. Ganz kurz scheint der Sommer vorbei. In Griechenland ist aber jetzt im Moment fürchterlich warm und wir spielen jetzt eine griechische Horra. Bei dieser griechischen Horra hören Sie Alina Bauer auf der Geige. Thank you.
Also wie gesagt, wir haben vor einem Jahr ungefähr eine neue CD aufgenommen, wo das ganze Programm, was wir hier heute Abend spielen, so ungefähr draufsteht. Und die CD, das Album heißt Dinner in Sofia, weil es irgendwie gedacht ist als eine Reise durch Osteuropa und die ganze Menschen, die da, deren Musik ich mir angehört habe, so ungefähr. Und wir spielen jetzt das Titelstück aus dieser Platte, das heißt also Dinner in Sofia. Jetzt kommt ein Stück, worauf ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz bin. So. Es ist diesmal nicht aus Rumänien, Bulgarien oder sonst was, sondern ein chorjiddisches Stück, also so fühlt es für mich auf jeden Fall an, ein Chosedl, was für mich immer so ein bisschen die spirituelle Dimension dran inspiriert mich enorm. Und deswegen spielt jetzt für Sie ein Trio der Chosedl für das neue Leben. Thank you.
Vielen Dank. Es war eine Kolomeike, die steht auf unserer ersten CD. Und ach ja, es geht jetzt weiter mit noch ein Bulgar. Thank you.
Vielen Dank. Also, ich habe mittlerweile für Halva so um die 25, ein bisschen mehr vielleicht, Stücke geschrieben. Und das hier war das allererste, was ich geschrieben habe. Und ist auch das erste Stück von der ersten CD geworden, ein Share. Und es war eigentlich gemeint als ein Bulgar am Anfang, aber ist dann ein Share geworden und deswegen heißt es auch, turns out it's a Share. So hat jedes Stück seine Geschichte. Jedenfalls, wir sind am letzten Stück von unserem Konzert angekommen. Ja, so geht das dann. Also, setzt euch ruhig nieder. Ich bedanke mal ein paar Leuten. Und zwar erstmals, wir sind natürlich sehr, sehr froh und verehrt, hier heute Abend auf der Bühne stehen zu dürfen, weil Yiddish Summer ist natürlich nicht sonst irgendein Veranstalter. Es ist eine Riesenehre, hier sein zu dürfen und für Sie spielen zu dürfen. Und dafür habe ich... möchte ich sehr gerne an der ersten Stelle natürlich Artistic Director Alan Byrne bedanken dafür, dass wir hier spielen dürfen und für ganz viele andere Sachen, aber thank you, Alan. Und natürlich auch das wunderbare Team, was uns hier auf unserem Weg in Weimar unterstützt hat, und die ganzen Leute, die das hier ermöglichen, es ist eine wunderbare Arbeit, nicht einfach und nochmal 100-mal uneinfacher sozusagen in diesen Corona-Jahren. Also vielen, vielen Dank an allen. Es ist eine wunderbare Arbeit, die ihr macht. Danke. Und dann, ich muss mal kurz meine Geige hinlegen. Weil nämlich ich das mal zeigen wollte, wir haben diese CD gemacht und die ist bei uns käuflich zu erwerben. Ja, ja, und zwar da bei dem Tisch da. Da werden wir dann stehen und da können Sie den kaufen. Und das würde uns eine große Freude machen, also weil natürlich können Sie die CD auch hören auf YouTube und Spotify und was gibt es da so noch alles. Aber es ist so, dass wenn Sie hier jetzt alle zusammen bis Silvester diese Platte in Dauerschleife spielen auf Spotify, dann kann ich mit Neujahr einen Kaffee trinken gehen. Und das klingt sehr witzig, aber das ist leider die Realität. Und das heißt, dass für kleine Projekte wie diese hier ist es sehr wichtig, die CDs zu verkaufen. Die dienen nicht, um nach Hawaii in Urlaub zu fahren, sondern um das große Loch, das die Produktion gelassen hat, wieder aufzufüllen und vielleicht, wer weiß, mal eine dritte CD machen zu können. Deswegen... Und hiermit schließe ich dann ab, wenn Sie eine CD-Spieler haben, wenn Sie noch eine von den Leuten sind, die so ein Ding zu Hause hat, oder wenn Sie vielleicht jemanden kennen, der so ein Ding hat, dann wäre es vielleicht eine gute Idee. Oder ne, als Geschenk oder so, ich weiß nicht. Genau. Wir wollen Kaffee. Genau. Das war das dann. Und dann möchte ich natürlich auch nochmal Ihnen die Band vorstellen. Und zwar an der Klarinette aus Würzburg, Anja Günther. An der Geige aus Leipzig, Alina Bauer.
Am Cello aus Belgien, Eline Düring. Aus Berlin und Israel am Akkordeon, Ira Shiran. Und am Perkussion aus Belgien, Robbe Kickens. Und es ist eigentlich eine komische Sache, dass man das normalerweise nicht macht, sich selbst vorzustellen, und dann müssen die Bandmitglieder dann schreien, damit sie verstehen, was da... Also mein Name ist Nicolas Courtenay, ich komme aus Belgien und wohne in Leipzig und fahre gerne hier für Sie heute Abend. Danke. So, das waren die Service-Mitteilungen. Jetzt das letzte Stück, und zwar, oh ja, Hora Pentru Laura heißt es. Weil nämlich meine Großmama, die hat immer die Sonne Laura genannt. Ich weiß nicht warum. Das ist nichts irgendwie, was da in der Kultur ist oder so, aber die hat immer von ihrer Freundin Laura gesprochen. Und dann meinte sie die Sonne, und ich habe dann eine Hora für die Sonne geschrieben. Thank you.
Vielen Dank. Also, es ist nicht ganz zufällig, dass wir noch eine haben. Und zwar, auf der Ärzte-CD spielt nicht Ira Akkordeon, sondern Ilja Schneeweiß. Manche kennen den wahrscheinlich. Und Ilja hat auch zu der Ärzte-CD zwei Stücke beigetragen. Und eine von denen werden wir jetzt für Sie spielen. Es heißt Latwiska.